In Prizier pflügt ein autonom agierender Roboter die Felder der Gut Prizier Milchproduktion GmbH. Wir haben uns angeschaut, wie das funktioniert und vor allem, wie sicher es ist. Wenn Christian Kutzner raus auf ein Feld fährt, hat er zwei Dinge immer dabei: das Smartphone und eine Fernbedienung. Jetzt zum Starten brauche ich die Fernbedienung, ohne geht nicht. Ich muss immer an der Maschine sein, ich kann ihn nicht von der Ferne starten, muss ich an der Maschine machen. Auch Sicherheitsaspekt, dass ich nicht von der Ferne sagen kann, jetzt fahr wieder los. Und jetzt habe ich ihn gestartet, jetzt fährt er hoch, checkt alle Systeme und wenn da oben grün die LEDs leuchten, dann ist er betriebsbereit. Hier vorne werden die Maisstoppeln, die Überreste alle kleingemulcht, zerkleinert. Und mit der Scheibenegge wird es flach eingearbeitet. Das Gerät der Firma Axeed ist noch ein Prototyp. Später soll es Maschinen- und vor allem Personaleinsatz verringern. Ich brauche jetzt für den Schlag 6 Stunden und 25 Minuten ungefähr. Unsere Maschinen, die sind da eher 6 Meter breit oder größer. Bei ihm fangen wir erstmal wieder nur mit 3 Meter an. Um auch bodenschonend zu arbeiten, desto kleiner die Maschinen, desto weniger Gewicht. Und unser Gedanke ist eher, der kann ja dann länger fahren. Wenn ich jetzt 6 Meter Arbeitsbreite habe mit 12 Stunden, dann schafft er das mit 3 Meter in 24 Stunden. Ne? Sitzt dann nachher keiner drauf. So ist das Ziel. Ne? Für die sichere Erkennung von Hindernissen oder Lebewesen sorgen ein 360-Grad-Laser, Ultraschallsensoren, eine Front- und Rückkamera sowie ein Radarsystem. In unserem Test funktioniert das System zuverlässig. Im Falle dessen, dass einer der Sensoren ausfallen sollte, bleibt die Maschine direkt stehen, versichert der Hersteller. Jens Botmann ist der Geschäftsführer der Gut Prizier Milchproduktion GmbH und kam eher durch Zufall dazu, die Maschine zu testen. Ich habe die Herren kennengelernt und war von deren Idee begeistert. Und die Idee und der Grundsatz von Herrn Schmidt, der es dann entwickelt hat, war genau mein Gedanke. Und da sind wir schnell angekommen. Seit Mitte August ist er da und die ersten Ergebnisse sind sehr gut. Es sind noch viele Kleinigkeiten, aber das war zu erwarten. Die Zukunft mit solchen Techniken sieht völlig neu aus. Da sind noch viele Gedanken offen. Man ist ja völlig mehr Richtung PC, Einplanung und nicht mehr das stumpfe reine Fahren. Das wird weniger. Er wird sicherlich nicht in allen Bereichen Fuß fassen, aber viele Bereiche, gerade die nicht unbedingt zeitgebunden sind, wo mehr Zeit zur Verfügung steht, weil man kann ja auch die Nachtarbeiten einplanen. Und da ist vieles offen. Noch ist der Zeitaufwand für den Fliegeroboter deutlich höher im Gegensatz zum Einsatz einer personengeführten Maschine. Also wir erwarten schon von dem Gerät, dass er ab 2023 voll eingeplant wird und dann auch Maschinen ersetzt, die jetzt noch da sind. Und zurzeit, wie gesagt, ist die Software noch so, dass wir nur angebaute Geräte fahren können. Wir erwarten für Frühjahr 2023 gezogene Geräte, dass auch die Grünlandbewirtschaftung da reinkommt. Wobei wir da noch ein Testgerät bekommen vom gleichen Hersteller als Radmaschine, weil zurzeit ist uns die Raupe zu aggressiv für die Grasnarbe. Derzeit plant Jens Botmann nur einen autonomen Roboter ein. Sollte sich das System jedoch bewähren, wäre der Einsatz von weiteren durchaus denkbar.